Das Asklepios Klinikum in Schwedt sichert als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung und als akademisches Lehrkrankenhaus Spitzenmedizin für die Uckermark und darüber hinaus. Das gelingt nur, weil sich das Unternehmen im stetigen Wandel befindet und kontinuierlich weiterentwickelt. So ein Klinikum und überhaupt die Gesundheitsvorsorge gehört heute zu einem Standort und wird immer wichtiger, auch gerade in unserer demografischen Entwicklung. Und wir verfolgen ja schon seit mindestens 10 Jahren jetzt, dass sich hier dieses ganze Ensemble verändert, dass neue Gebäude entstehen. Und heute haben wir so einen Punkt, wo ein neues Innenleben entsteht. Einen Teil dieses Innenlebens bildet die neue Küche, die heute offiziell eingeweiht und den geladenen Gästen vorgestellt wird. Wir sind stolz, dass wir in Norddeutschlands modernste Küche haben dürfen in Schwedt. Wir haben nach 2 Jahren Bauzeit und beim Einsatz von 2,4 Millionen Euro, davon 1,8 Millionen Euro Fördermittel, das geschafft, dem Krankenhaus und dem Pflegeheim vor Ort eine modernste Küchenversorgung anzubieten. Unter diesem Aspekt ist auch die Entscheidung gefallen, auf eine Sanierung der alten Küche zu verzichten und stattdessen komplett neu zu bauen. Die alte Küche stammt aus den 70er Jahren, war schlicht und greifend verschlissen, musste neu gebaut werden und die neuen hygienischen Forderungen, die in diesen Jahren vorhanden sind, sind mit der alten Küche einfach nicht mehr umsetzbar gewesen. Und das Bauen in der Substanz, jeder weiß, der einmal gebaut hat in der Substanz, es geht nicht. Die Küche hat besondere Anforderungen. Und wir haben uns entschieden, dann gleich das Neueste und Modernste zu nehmen, was hoffentlich die nächsten 25 Jahre das Krankenhaus gut versorgt. Neben einer hochmodernen Ausstattung zeichnet die neue Küche vor allem auch das angenehme Raumklima aus. Dazu trägt erheblich die optimale Arbeitstemperatur bei. Küchenleiter Christian Frahler weiß, in welchem Umfeld sein Team effizient und unbeschwert arbeiten kann. Wir gehen auf 20 Grad. Jeder Mitarbeiter fühlt sich wohl, gerade in der Abwaschmaschine und so weiter, dass sagen die Temperaturen einfach Wohlfühltemperaturen sind, wie ich so sage. Beim Speiseplan im Asklepios Klinikum Uckermark wird zwischen 2 Kategorien unterschieden. Die Kost für Personal- und Cafeteria-Besucher wird direkt vor Ort gekocht. Die Speisen für Patienten und Pflegeheimbewohner werden tiefgekühlt vom Unternehmen Appetito geliefert. Also wir haben sehr, sehr hohe Qualität, weil wir regionale Lieferanten haben. Die ganzen Nährwerte sind enthalten. Dadurch, dass wir schockfrosten, erhalten wir wirklich alle Nährwerte und bringen die dann quasi auch weiterhin zum Patienten. Für Klinikchef Ulrich Gnauk steht fest, die moderne Küche trägt dazu bei, dass die täglich anfallende Arbeitsflut im Sinne der Anforderung an eine gesunde Ernährung routiniert gemeistert werden kann. Also wir haben jeden Tag ca. 350 Patienten plus 130 Bewohner des Pflegeheims und 120 Mitarbeiter werden mittags noch mit versorgt. Das ist so die Schnitt, sodass wir im Schnitt sagen können, 600 bis 650 Mittagessen werden produziert. Also wir sind stolz, dass wir früh und abends alles alleine herstellen, mittags in vielen Bereichen auch. Und besonders stolz sind wir, dass die Küche, die Belegschaft der Küche mit zum Kernteam des Krankenhauses gehört, nach der Devise eigener Herd des Goldes wird. Und der wird durch das moderne Ambiente in den Räumen der hauseigenen Cafeteria geschmackvoll abgerundet.